Oh, wunderbar, noch einen. Oh, ein Sterblicher. Ich glaube nicht, dass ich... Oh, ihr seid der Leiter des Hauses der Balladen. Wie erstaunlich. Ihr seid nicht zufällig daran interessiert, einem einfachen Knappen zu helfen? Es liegt weit unter eurer Würde, aber... Nun, ja, ich stecke in der Klemme. Ich habe die Aufgabe, für die Halle der Audienzen Botschafter und Würdenträger auf ihre Audienz mit dem Hof des Sommers vorzubereiten. Im Moment gibt es 4 schreckliche, ehrenwerte Lords und Ladies, die eine Audienz beim Hochkönig Titarion erbeten. Aber sie sind schwierig und müssen mit Samthandschuhen angefasst werden. Sie müssen den Brunnen in einer Art Prozession betreten. Doch jeder von ihnen hat eigene Wünsche. Und ich darf keinen vor den Kopf stoßen. Wunderbar. Eine Sorge weniger. Ich danke euch, Sterblicher. Die Würdenträger lustwandeln im Garten und genießen seine Freuden. Ich werde hier auf euch warten. Lebt wohl, Ehrenvoller. Ein wunderbarer Tag. Ich erwarte Nachricht aus der Halle der Audienzen, aber ihr seid nicht der Bote. Der Leiter des Hauses der Balladen dient niemandem. Reihenfolge? Ich schere mich nicht um die Reihenfolge. Die anderen bestehen auf solchen Unsinn. Alles Firlefanz. Wenn ihr es allerdings seid, der solche Dinge festlegt, bitte ich euch, mich hinter Kriegsherrin Venery zu platzieren. Dann kann ich mich am Anblick ihres verlängerten Rückens erfreuen. Es wäre ratsam, Gorenet weit hinter Großjägerin Hartwen zu platzieren. Wenn sie sich erst einmal an die Kehle gehen, sind die beiden schwer zu trennen. War mir ein Vergnügen. Stets zu Diensten, fleischiger Meister. Schönen Tag. Sterbliche in Ysa. Sie schicken den Leiter des Hauses der Balladen, um mir zu dienen. Was für ein unnatürliches, sterbliches Spiel ist das? Warum seid ihr hier? Ich? Nun, meinem Alter nach sollte ich diese Prozession anführen. Doch mein lahmes Bein erlaubt mir nicht, meinen rechtmäßigen Platz einzunehmen. Ich sollte als Letzter gehen. Ich werde es zu Titarions Thron schaffen, selbst wenn ich kriechen muss. Großjägerin Hartwen sollte vorangehen und uns führen. Sie legt Wert auf solche Dinge. Ich würde sie ungern verärgern. Natürlich! Saramir wird euch die Wege der...
Ich bin die Großjägerin Hartwen. Ihr dürft das Flechtwerk nicht betreten. Was führt euch hierher, schöner Mann? Kurios. Nun, ich genieße den größten Respekt und habe es am meisten verdient, voranzugehen. Zudem verabscheue ich Kriegsherrin Venery, diese Hure. Es ist also nur rechtens, dass ich den Hochkönig vor ihr grüße. Ich muss nicht nur vor Kriegsherrin Venery stehen, sondern auch vor Lord Zeta, dem alten Lustmolch. Das ist die Strafe für all die lüsternen Blicke. Das Vergnügen war ganz meinerseits, Kind des Staubs. Wiedersehen. Ihr spürt es, nicht wahr? Jeder, der mit den Wegen der Magie vertraut ist, spürt die Schwächung. Ihr seid wie ich, euer Gnaden. Ihr spürt das Ende. War es so im Haus der Balladen? Hat Hallam diesen langsamen Verfall vorhergesehen? Ich hatte das Gefühl, dass er das hat. Das Ende der Gärten von Ysa, des Hofs des Sommers. Dieser Kristallkrieg könnte das Ende aller Feien sein. Ich weiß es, weil ich Nomaron bin, Meister des Brunnens, des Quells aller Magie, des Hofs des Sommers. Ich habe ihn schon förmlich überquellen sehen, doch noch nie so trocken. Es muss etwas getan werden, bevor diese ganze Stadt im Nichts versiegt. Die Strömung des Brunnens wird vom Lyzeumhain unter uns reguliert. Wir müssen das Wurzelsystem öffnen und mehr Wasser durchlassen. Die Magie, die diese Strömung reguliert, kann jedoch nicht von jedem eingesetzt werden. Sie wird von einem Zauber geschützt, der Wassersperre. Sie kann nur von jemandem geöffnet werden, der Tropfen aus allen 5 heiligen Becken bei sich trägt, die Ysa umgeben. Sammelt diese Tropfen und ihr könnt die Wassersperre öffnen. Wiedersehen. Grüße, Staubling. Willkommen. Das Haus der Balladen muss euch höfische Manieren beigebracht haben, was euch aber nicht davon abhält, andere zu stören. Was kann ich für euch tun, euer Gnaden? Ich bin nicht gehässig, aber ich habe meine Grenzen. Ich weiß, dass ich angesichts meiner Stellung die Formation anführen sollte, doch andere, empfindlichere Individuen werden dagegen sein. Was ihr auch tut, lasst mich nicht hinter Feinhochmagier Gorenet gehen. Wie soll ich es nur sagen, er mieft. Wenn ihr eure Sorgen in einer Flasche ertränken wollt, seid ihr hier richtig. Ich bin Gertan Asker, der hiesige Wirt. Wenn ihr aber Siegerbräu wollt, das verkaufen wir in Askers Schmalgasse nicht. In dem Fall solltet ihr euer Glück woanders versuchen. Es ist mittlerweile das beliebteste Getränk in Amalur. Früher war es mein Asker Starkbier, aber jeden Tag werden mehr Bestellungen storniert. Mein Bruder und ich arbeiten an einem neuen Getränk, doch es erfordert etwas Besonderes. Einen Moment. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich würde im Gegenzug dafür sorgen, dass die Kaufleute in Ysa euch gut behandeln. Wir haben deshalb vor, das Lieblingsbier unserer Großmutter wieder einzuführen. Askers Neubräu, einen Klassiker. Das Rezept enthält Borstenzungensamen,
Und unter allen seltenen Zutaten ist Borstenzunge die seltenste. Für Tränke ist es unbrauchbar, aber es schmeckt großartig. Das Problem ist, dass die Feien den gesamten Vorrat an Borstenzunge kontrollieren, da es aus dem Wasser des Brunnens entsteht. Redet mit Jakasen, ihrem Apotheker. Er kann es uns sicher besorgen. Auf bald! Ihr habt sie also besucht, diese Gruppe von Schlangen, ja? Und habt ihr Vorschläge, wie ich sie präsentieren kann, ohne ihnen auf die Schwänze zu treten? Da seid ihr der Einzige. Also dann, reihen wir die heimtückischen Schlangen auf. Ja, ja? Ja, ja. Natürlich. Und dann? Also gut. Der Nächste? Gehabt euch wohl, euer Gnaden. Ich warte. Verzeiht, Freund, so wird das nichts. Ich glaube nicht, dass sie mit dieser Reihenfolge zufrieden wären. Ich mag meine Rolle als Diener. Aber meine Furcht vor Lady Olana überschattet jede Freude, die... Nun, ich habe ihn natürlich nie getroffen. Aber er soll unglaublich sein. Gehabt euch wohl, euer Gnaden. Das Friedensedikt muss befolgt werden. Elaine wird euch dies nicht sagen, denn Stolz verabscheut sie. Sie ist wie der Zahn der Natur, spitz, stumm, einfach pur. Und doch wird heraus immer sie ragen, unter all den Balladen und Sagen. So groß auch ihre Bescheidenheit, ist sie der beste Ritter doch weit und breit. Schön, euch zu sehen.
Ihr werdet nicht bleiben. Hallo. Seid gegrüßt. Ja, Staubling. Hallo. Wir bitten euch, uns nicht am Freund. Willkommen. Oh, hallo. Willkommen im Lyzeum, Hain. Der Glanz des Brunnens verherrlicht und reguliert wird. Ich bin Jakasin, Lehrling des Brunnenmeisters und Diener der Tinkturen und Elixiere. Borstenzunge? Das wäre etwas. Eine Spottdrossel mit der einzigen Ernte des Brunnens. Natürlich sage ich euch, wo ihr sie findet. Was hätte ich davon, euch nicht zu helfen? Doch bevor ich das tue, müsst ihr mir etwas anbieten. Als Diener der Tinkturen und Elixiere führe ich viele alchemistische Experimente durch, vor allem mit dem Wasser aus dem Gut. Ich muss wissen, wie der... Nur zu, große Sch... Wenn ihr je etwas lernen wollt, besucht. Euren Diensten, Herr. Sterblicher in Üsa, ich bin da. Ja? Hallo, ich hab euch nicht gesehen. Wenn das nicht die Spottdrossel ist. Herein, herein. Ich freue mich immer, ein hübsches Zwitschern zu hören. Habt ihr mich nicht gehört? Die Borstenzunge wächst vor dem Hof des Sommers. Wenn ihr je etwas lernen wollt, besucht mich. Seid gegrüßt. Thank you.
Schön, euch zu sehen. Ihr habt Gutes vollbracht, Kind des Staubs. Die Unteren werden nie wissen, was wirklich geschieht. Doch ist dies am Ende ein Teil der vielen Zyklen oder der plötzliche Sturm? Verdirbt es nicht die Ernte, die Fäule zu verbergen? Nein, nehmt das. Ihr seid tapfer. Vielleicht begegnen wir uns wieder. Gehabt euch wohl, mein Freund. Gehabt euch wohl. Weg, Sterblicher. Gefällt euch die Stadt? Ihr habt die Samen. Ha, nun werden wir sehen, ob das Siegerbräu einem neuen Herausforderer gewachsen ist. Noch vor dem Ende der Woche kann ich Askas Neubräu liefern. Nehmt das, Freund. Und wie versprochen, werden euch die Kaufleute hier Rabatt gewähren. Ihr habt ein Heim in der Gasse, solange ihr es wünscht. Kommt bald wieder. Ich hoffe, ihr seid wegen des Auftrags hier. Die Nachfrage ist größer als je zuvor. Ich bin einfach viel zu beschäftigt, um mich noch um etwas anderes kümmern zu können. Ich mache ein Vermögen.
Diese Besucher kommen hier mit obszönen Mengen an Gold oder Schätzen an. Und sie haben nichts dagegen, sich davon zu trennen. Mein Plan war brillant. Ich habe eine Klinge erschaffen. Eine Feinklinge natürlich, die sie glaubhaft wirken lässt. Etwas, das jeder von ihnen braucht. Zumindest ist das alles, was sie interessiert. Feinandenken. Ich habe sie das Ehrenmesser genannt. Um die Wahrheit zu sagen, es ist stumpf wie ein Stecken. Dafür aber leicht herzustellen. Hört zu. Wenn ihr die Werkstoffe findet und diese Dinger herstellt, bezahle ich euch gutes Geld dafür. Fabelhaft! Einfach fabelhaft! Ihr erkennt ein gutes Geschäft, wenn ihr es seht. Es gibt in Ysa nicht besonders viele Leute wie euch. Und die Feien verwenden nicht einmal Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Sobald ihr ein paar Ehrenmesser geschmiedet habt, bringt sie zu mir. Und ich werde euch dann angemessen entlohnen. Lebt wohl!